Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich grüße euch. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über diesen YouTube-Kanal, über dieses Motorrad hier und über meine Wenigkeit. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen hier an Bord der Transalp. Ich grüße euch. Ja, beginnen wir mal mit dem ersten Punkt und zwar mit diesem YouTube-Kanal. Angefangen habe ich ungefähr 2010 war es, glaube ich. Damals habe ich noch Schlagzeugvideos gemacht, also Schlagzeug gespielt zu Songs, die mir gefallen haben. Und dann habe ich das hochgeladen. Damals ging das alles mit der GEMA noch. Heute ist das, glaube ich, nicht mehr so einfach. Was ja auch richtig ist. Dann kam so ein bisschen das Erwachsenwerden dazwischen. Viele von euch werden das kennen. Man wird erwachsen, man wird volljährig, man fängt an zu arbeiten und solche Sachen. Und dementsprechend verlaufen sich dann einige Hobbys wieder. Und so war das dann auch bei diesem, ja, bei dieser YouTube-Geschichte sozusagen. Das habe ich dann so ein bisschen wieder an den Nagel gehangen. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr, 2023, diesen Kanal so wieder ein bisschen reaktiviert, nachdem ich fast vergessen hatte, dass es den überhaupt gibt. Habe dann angefangen, ein paar Gaming-Videos zu machen und habe das hochgeladen, einfach weil ich so ein bisschen Spaß, ja, natürlich einmal am Spielen hatte und auch am Videoschneiden. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Habe ich so ein bisschen als Hobby dann entdeckt, aber dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Dann habe ich letztes Jahr meinen Motorradführerschein gemacht und jetzt bin ich quasi auf zwei Rädern unterwegs. Und damit das so viel Spaß macht und eben das Videoschneiden auch Spaß macht, habe ich gedacht, ich fange jetzt an, hier ein paar Motorradvideos hochzuladen. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft von diesem Kanal. Ja, also ab sofort werden hier nur noch Motorradvideos hochgeladen. Ja, ist zum Beispiel geplant, nach Norwegen zu fahren. Jetzt nächsten Monat fahre ich für 7 Tage alleine. Habe ich schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Alleine nach Norwegen mit dem Ding hier. Gucken wir mal, wie das läuft. Dann nehme ich natürlich die Kameras mit und dann könnt ihr euch das gerne angucken, wenn euch das interessiert. Ja, dann kommen wir zum zweiten Punkt und zwar zu meiner Person. Ja, mein Name ist Fabian, ich bin 29 Jahre jung. Ich werde jetzt bald 30. Und was mich wahrscheinlich von anderen Motorradfahrern unterscheidet, oder von vielen anderen, natürlich längst nicht von allen, aber von vielen, ist die Tatsache, dass ich letztes Jahr erst meinen Führerschein gemacht habe. Also quasi den A-Führerschein direkt gemacht. Mit 29 habe ich den dann gekriegt. Ich habe auch keine anderen A-Klassen quasi vorher besessen heißt das, ne? Ist ja auch egal. Also gar keine Erfahrung auf zwei Rädern sozusagen. Für mich war Motorradfahren nie ein Thema im Leben. Ich habe auch nicht viele Kumpels, die fahren und ja, es war einfach kein präsentes Thema irgendwie. Und ich habe auch nie darüber nachgedacht zu fahren. Dann, wie das dann so ist, man versinkt in so einem YouTube-Sumpf und guckt sich ein Video nach dem anderen an. Und dann bin ich irgendwann bei irgendwelchen Leuten gelandet, die Motorradvideos machen und damit ja, durch die Alpen fahren, nach Norwegen, nach Schweden, was auch immer. Das hat mich so gecatcht auf einmal, dass das auf einmal so ein bisschen auf meinem Radar war. Hey, warum fährst du nicht eigentlich Motorrad so? Ne? Das ist eine geile Art zu reisen. Man ist in der Natur, man spürt den Wind, man riecht die Gerüche. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als Auto zu fahren. Deswegen ist das irgendwie so auf meinen Radar gekommen und dann hat das irgendwie alles ziemlich schnell Gestalt angenommen und ich habe einen Führerschein gemacht. Ja, habe den Führerschein gekriegt, direkt am nächsten Tag ein Motorrad gekauft und dann ging das los. Ne? Jetzt vor ungefähr 2 Monaten habe ich mir das Motorrad hier neu gekauft. Ich wollte einfach was Neues haben. Mir ging das auf den Sack, da irgendwas Gebrauchtes, was schon 15 Jahre alt ist. Ich wollte einfach was Neues haben, worauf ich mich erstmal verlassen kann, um auch ein bisschen zu lernen. Ja? Man muss ja auch ein paar Sachen lernen, wenn man Motorrad fährt. Zumindest sollte man ein paar Sachen können, um sich selbst zu helfen, denke ich mal. All diese Sachen beherrsche ich nicht. Deswegen wollte ich erstmal ein Neues haben, dass ich mir um sowas nicht so viel Gedanken machen muss. Und dann so Schritt für Schritt ein paar Sachen zu lernen. Ja, vielleicht noch, wie ich jetzt zum YouTube und zum Film gekommen bin. Also ich schneide halt ganz gerne Videos im Privaten von meinem Urlaub und so. Ne? Einfach, dass man eine schöne Erinnerung an die Zeit hat und so. Ja, mir macht das so Spaß, so amateurhaft natürlich alles. Ne? Ein paar Videos zu schneiden und Motorradfahren macht mir Spaß. Und diese beiden Hobbys kann man ja kombinieren in Form eines Vlogs oder einer kleinen Reisedokumentation. Jetzt bin ich hier und wir probieren das mal aus und gucken, wie das so läuft. Das ist natürlich hobbymäßig hier, ne? Keine Frage.
Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Kommen wir mal zum dritten Punkt, und zwar zu diesem Motorrad hier. Ja, es ist eine Honda XL 750 Transalp. Die meisten Leute werden es kennen. Manche vielleicht auch nicht, deswegen erkläre ich mal kurz, was das ist. Das ist eine Reise Enduro, serienmäßig, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch eine Mischbereifung drauf. Zumindest ist es bei mir so. Ich glaube so 80% Straße, 20% Offroad. Das war mir wichtig. Ich wollte halt ein Motorrad haben, mit dem ich zur Not auch mal auf dem Schotter fahren kann, ohne mir Sorgen zu machen. Ja, also dieses Motorrad kann das. Gut, ich habe jetzt keinen Motorschutz und so darunter, weil ich halt eben nicht primär Offroad fahren will. Aber ich muss mir halt keinen Kopf machen, wenn ich mal eine kleine Schotterstraße vor mir habe und so, dann... Weil da gibt es ja durchaus Motorräder, mit denen man dann auch schnell mal umdreht, weil es einfach nicht geil ist, auf Schotter zu fahren. Mit einer Cruiser zum Beispiel oder so. Und deswegen, ich wollte was haben, wo ich mir keinen Kopf über das Gelände machen muss. Das Motorrad hat ein 21 Zoll Vorderrad, das ist natürlich recht hoch. Das erhöht die Sitzposition nochmal so ein bisschen. Das finde ich geil. Die Sitzposition ist allgemein sehr, sehr hoch. Da ich mit meinen 1,90 relativ groß bin, also zumindest im Verhältnis zum Durchschnitt, wollte ich halt schon was haben, wo ich vernünftig drauf sitzen kann. Das haben wir hier. Und von daher war es dann so ein bisschen ein Selbstläufer, dass ich die hier genommen habe. Natürlich noch ein paar andere in dieser Klasse, die ich auf Probe gefahren bin. Aber am Ende hat mir die hier am besten gefallen und ja. Preislich ist die hier in Ordnung. Ich glaube, wenn ihr sie so nackig ohne alles kauft, dann seid ihr so bei, ja, mit Überführung und so, seid ihr, glaube ich, bei fast 11.000. Aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest, keine Ahnung. Ich habe 12,5 bezahlt. Da sind jetzt noch zwei Koffer mit bei und eine Griffheizung ist hier dran und einen Hauptständer habe ich mir ranmachen lassen. Einfach auch für die Kette und so, weil ich habe da ja gar keine Erfahrung bis jetzt. Und ich wollte halt... Ja, ich wollte das Ding halt leicht aufbocken können und dann, um mal eben die Kette zu fetten und sowas, damit ich das auch alles ohne großes extra Werkzeug machen kann. Ja, mir ist natürlich klar, dass ein Hauptständer auch ein paar Kilo wiegt, aber ja, das, ich wollte es einfach haben, damit ich da ja, leicht rankomme. Und ansonsten ist hier an diesem Motorrad nicht viel dran. Es gibt so ein paar Sachen, die ärgern mich jetzt so im Nachhinein. Es ist ja zum Beispiel eine 12-Volt-Steckdose da vorne vorverlegt. Und ja, irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum die nicht einfach dabei ist, weil die ist vorverlegt, da sind alle Kabel quasi schon drin. Man muss die nur noch nachrüsten für 30 Euro und plus Montage dann. Das wäre ein bisschen blödsinnig, warum die nicht einfach gleich dabei ist, weil es ist ja eine Reise-Enduro. Da kann ruhig eine Steckdose mit drin sein. Ah, naja, irgendwie müssen die ja auch ihre Mopeds verkaufen und ihre Extra-Features teuer vertippen. Und von daher, ja, alles gut. Im Endeffekt stört es mich nicht. Wow. Also die Leistung dieses Motorrads, ich finde es super. Ich habe hier gar nichts auszusetzen. Er hat, glaube ich, 92 PS, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, was soll ich sagen? Also es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, oh, irgendwie fühlt sich das nicht an wie 92 PS. Gut, ich habe jetzt keine großen Vergleiche. Ich bin noch nicht viele Motorräder gefahren in meinem Leben. Von daher kann ich das nicht so richtig beurteilen. Ich finde, die geht aber ganz schön gut ab. Gerade so ab 3.000, 4.000 Umdrehungen dann. Unter 3.000 macht sie nicht so viel Spaß zu fahren, weil ja, fängt ein bisschen an zu ruckeln manchmal. Aber ja, mein Gott, ist halt ein Zweizylinder. Moin. Ist halt ein Zweizylinder und von daher, ja. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Und ja, ich habe ja die Hoffnung, dass dieses Motorrad mich wirklich viele, viele Kilometer weit bringt. Ja, vielleicht holt man sich auch in 2 Jahren wieder ein neues. Das weiß ich noch nicht. Habe ich noch keine Meinung zu. Aber man guckt natürlich regelmäßig nach Motorrädern. Ihr werdet das kennen. Ja, es gibt so viele schöne Motorräder. Von daher wird das hier sicherlich nicht das letzte gewesen sein. Ne? Ja, das sollte erstmal gewesen sein. Motorrad, meine Person und diesen Kanal. Jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid, was hier los ist. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne mit dabei, abonniert den Kanal. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr meint, was ihr von diesem Motorrad vielleicht haltet. Vielleicht habt ihr es ja selber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Ne? Macht's gut, fahrt vorsichtig und bis dann.